Du, sag mal, ich habe eine Studentin, die hat jetzt den Begriff Medical Data Sciences gehört und hat mich jetzt gefragt, braucht sie das? Ich sag mal so, woher weißt du denn, wenn du einen Patienten vor dir hast, wie du ihn am besten behandeln sollst? Und wie war das denn früher? Naja, früher war das einfach auf der Erfahrung des Arztes, was natürlich sehr spezifisch war auf dem, was er bis dahin gesehen hatte und auch meistens nicht relativ gut gewesen und hat auch sicherlich viele Fehler bei seiner Erfahrung gemacht. Also wenn er Leute ganz, ganz schlecht behandelt hat, dann sind die nie wiedergekommen und er hat gedacht, es geht ihnen dann gut. Das heißt, man hat dann zum Glück irgendwann die Evidenz entdeckt und herausgefunden, dass man Sachen auch überprüfen muss und Sachen auch nachweisen muss in Studien und vergleichen muss und auch messen muss, wie das Ergebnis denn ist. Ja, das ist relativ einfach bei großen Gruppen, die homogen sind. Also ich sage, Gruppe an Menschen, die haben alle hohen Blutzucker, du gibst ihnen Insulin und das Blutzucker ist unten und es geht ihnen besser. Wohingegen, wenn du heterogene Gruppen hast, also zum Beispiel der eine Teil der Gruppe hat einen hohen Blutzucker, weil irgendein Gen mutiert ist, die andere Gruppe hat einen hohen Blutzucker, weil sie zu viel gegessen haben, die andere hat einen hohen Blutzucker, weil sie irgendwelche Umweltfaktoren haben, die Bauchspeicheldrüse beeinflussen. Und dann ist es vielleicht so, dass das eine Medikament bei der einen Gruppe gut hilft und bei der anderen schadet, ne? Und dann hast du plötzlich in der Summe gar kein Ergebnis und es ist dann schwierig, diese heterogenen Gruppen rauszufinden. Okay, wie sollte man es denn machen? Naja, du müsstest eigentlich bei den Studien schon die Patienten möglichst genau klassifizieren und möglichst genau einteilen, das Ganze bei deinen Patienten dann auch machen und dann gucken, dass du jeden Patienten spezifisch zu seiner Vorgeschichte, zu seinen Eigenschaften, zu seinen Genen behandeln kannst. Aber es ist halt schwer. Genau. Und deswegen versuchen wir möglichst viele Daten zu sammeln in der Medical Data Science, um über Modelle Vorhersagen zu treffen. Und das wird auch das nächste große Ding in der Medizin und Big Pharma und Big Tech versuchen hier auch mitzumischen. Ja, aber ist es nicht gefährlich, wenn ich da über so viele Menschen so viele Daten sammle? Richtig, und deswegen muss man ja auch aufpassen. Meinst du, dass man das dann wirklich machen sollte? Natürlich denke ich das. Man muss es sogar machen, weil man damit den Menschen richtig helfen kann. Je mehr man über einen Patienten weiß, desto besser kann man ihn ja auch behandeln. Aber man ist natürlich auch ethisch und moralisch dazu verpflichtet, sich Gedanken zu machen, damit man es sicher macht. Denn die Patienten vertrauen einem ja ihre persönlichsten Daten an. Und wenn die verloren gehen, werden manche Menschen sogar erpressbar. Aber wollte denn die Patienten komplett überwachen? Erstmal würde es ja reichen, wenn man einfach die bereits vorhandenen Daten auch verfügbar macht. Und das lernt man dann, wenn man Medical Data Sciences macht. Ja, und vor allem lernt man auch, wie man verhindern kann, dass solche Daten verloren gehen oder missbraucht werden. Ja gut, ich meine, das ist ja relativ einfach. Du musst nur die Namen weglassen und dann ist gut. Man muss schon etwas Gedanken machen. Man kann mit relativ wenig Daten Personen identifizieren. Zum Beispiel reicht es, ein Geburtsdatum und eine Postleitzahl zu haben und schon kann man Patienten dadurch eindeutig identifizieren. Okay, das ist dann doch ein bisschen schwieriger als erwartet. Auch für große Firmen ist das oft nicht einfach. Aber das Wichtige ist, dass man sich darüber Gedanken macht. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nie, aber man kann gut die Gefahren abwägen. Okay, ich sehe schon, da kann man nicht blauäugig reinstolpern. Richtig, aber es macht viel Spaß, das zu lernen. Und dann sage ich dir das jetzt mal.